Ja, Mahlzeit zusammen. Es ist noch nicht Lass ganz. Lass mich erst mal sitzen. Du sitzt noch gar nicht. Es ist noch nicht ganz 13 Uhr, wollte ich sagen. Dennoch begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer Armin Fee und unseren Cheftrainer André Pawlak. Armin, ihr habt euch am Wochenende dazu entschlossen, euch von Markus Anfang und dem Trainerteam zu trennen. Kannst du noch mal kurz erläutern, warum ihr diesen Entschluss gefasst habt? Ja, eigentlich habe ich ja schon ein Statement abgegeben. Das mache ich nicht einfach so, sondern es war ja Aussage. Und ich möchte auch gar nicht so viel darüber sagen, weil wir haben natürlich intensive Gespräche geführt, die intern waren. Und die werde ich natürlich auch nicht der Öffentlichkeit dann preisgeben. Das gehört sich auch nicht aus meiner Sicht. Allerdings sehe ich ein paar Dinge anders, wie es immer heißt, sind wir ja schon letztendlich fast aufgestiegen und können auf der Couch dann noch erleben, wie man aufsteigt. Da bin ich anderer Meinung. Wir haben, müssen auf jeden Fall noch ein Spiel gewinnen. Und ich habe schon viele Dinge erlebt im Sport und deswegen ist es mir wichtig, dass man nicht irgendwo leichtfertig da reingeht, sondern dass es eben gefährdend ist, dass unser Ziel immer noch gefährdet ist. Und das ist jetzt im Endeffekt das dritte Mal in der Saison. Und das war mir dann auch jetzt einmal zu viel. Und mehr möchte ich eigentlich zu dem auch gar nicht groß was sagen. Dankeschön. André, ihr habt die erste Trainingseinheit hinter euch. Am Montag steht das erste Spiel in Fürth auf dem Programm. Was steht bei euch diese Woche im Fokus? Ja, erstmal auch herzlich willkommen. Was steht im Fokus? Wir werden mit den Jungs viel reden. Wir werden auch versuchen, unsere Idee von Fußball, also Manfred Schmid und ich, unsere Idee von Fußball zu vermitteln, möglichst viele Einzelgespräche führen, Spaß und Freude ins Training bringen, einfache Abläufe, klare Abläufe, sodass auch jeder von den Jungs weiß, was ihn am Montag in Fürth erwartet. Und für uns ist klar das Ziel, am Montag in Fürth 3 Punkte einzufahren. Das ist unser klarer Wunsch auch, und dass wir das am Montag schon machen und nicht erst irgendwie, wie Armin gerade schon sagte, dass wir anfangen müssen zu rechnen, sondern ganz klares Ziel ist, am Montag in Fürth 3 Punkte einzufahren. Dankeschön. Eure Fragen an die beiden Herren. Christopher Limperopoulos von Sky legt los. Herr Fee, was hat Sie denn zweifeln lassen, dass das nicht mehr klappen könnte mit Markus Anfang, diese 3 Punkte, von denen Sie gerade gesprochen haben, noch einzufahren? Wenn man eine Entscheidung trifft, dann müssen wir aus Überzeugung immer treffen. Und wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist, dann muss man das tun. Ich treffe die Entscheidung auch nicht ganz alleine, muss man sagen, sondern ich bin natürlich für den sportlichen Bereich zuständig. Und wie gesagt, ist es etwas, wo wir haben jetzt nicht das erste Mal eine Krise im Endeffekt, eine sogenannte Krise oder eine wirkliche Krise, sondern es ist das dritte Mal. Ich habe zweimal was dazu gesagt und ich glaube nicht, dass es jetzt in der Phase nochmal vernünftig gewesen wäre, wieder was zu sagen. Es ist auch etwas, wo sich dann auch mal, wo dann im Endeffekt gar nichts mehr bringt, ja, wo es auch verpufft. Und wir waren der Meinung, dass es, auch wenn das natürlich auch kein Mensch irgendwo verstehen kann außerhalb Kölns, dass man einen Trainer auf dem ersten Tabellenplatz entlässt, ist es trotzdem aus Überzeugung jetzt so passiert und nicht, weil man das gerne macht. Ja. Sie können mir glauben, sowas macht man nicht gerne. Es ist etwas, wo man natürlich wirklich reiflich überlegt, und da muss es schon so sein, dass es absolut als Notwendigkeit geschieht. Und nochmal, ich werde auch nicht die internen Gespräche, die wir geführt haben, nicht nur meine Person, eben auch die Menschen, die hier mitverantwortlich sind für diesen Club, die werde ich jetzt natürlich nicht wiedergeben. Ich werde auch nicht die Gespräche mit Markus jetzt hier weiter vertiefen bzw. öffentlich machen. Aber am Ende ist es so, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die für uns notwendig war. Mikro Frank für die Bild-Zeitung. Das Mikrofon ist auf dem Weg. Herr Fee, haben Sie mit der Mannschaft geredet und wie hat die Mannschaft reagiert auf die Entlassung von Markus Anfang? Ich habe die Mannschaft informiert. Ich habe jetzt nicht alle einzeln informiert. Ich habe den Mannschaftsrat im Endeffekt informiert. Und das ist auch etwas, wo man jetzt nicht weitergibt. Also wie eine Mannschaft dann reagiert, das tut man einfach nicht. Im Endeffekt ist es ja auch nicht hilfreich. Für wen soll das hilfreich sein? Das macht ja keinen Sinn.
Das interessiert Sie vielleicht, aber das sind so Sachen, die behält man dann intern. Alex Aubrichs für den Express. Warum dann die Lösung Pavlak Schmid? Können Sie da vielleicht was zu sagen? Ja, ich habe André jetzt natürlich auch in der Zeit kennengelernt und wir haben doch sehr viel Austausch auch gehabt in letzter Zeit. Und ich habe nicht nur, dass er die U21 jetzt mit 9 Punkten Rückstand übernommen hat und auf den Platz geführt hat, der zwar immer noch nicht so ist, dass wir schon sicher durch sind, aber ich habe mir auch Spiele angesehen mit der fast gleichen Mannschaft, die vorher da war und die sehr strukturiert war. Und auch der Umgang mit den Spielern, weiß ich, dass der gut ist. Und mit den Gesprächen, die wir geführt haben, ohne dass ich jetzt jemals daran gedacht habe, dass ich André hier zum Cheftrainer mache, haben mich absolut überzeugt. Also das ist etwas, wo ich auch ganz beruhigt bin, dass ich das in gute Hände gebe, auch mit Manni als Assistenztrainer in dem Fall. Beruhigt mich, ja, muss ich sagen, weil ich auch nicht von 0 auf 100 jetzt irgendwo herkomme, sondern weil ich eben schon längere Zeit jetzt eben Kontakt habe, ohne natürlich ganz klar, dass wir das jemals vorhatten. Weil eins ist klar, ich hatte das natürlich in keiner Weise vor, weil das so nicht geplant war. Also ich wär glücklich gewesen, wir hätten jetzt gegen Darmstadt gewonnen und wären dann im Prinzip durch gewesen. Das ist aber leider in der Form nicht passiert. Nachfrage von Alex Haubrichs und im Anschluss Frank Lusem vom Kicker. Ist das denn eine klare Interimslösung oder ist das auch eine Option über die Saison hinaus oder wie läuft jetzt die Trainersuche ab? Für mich ist das Wichtigste, dass wir unser großes Ziel, das wir Anfang der Saison natürlich hatten, auch erreichen. Das ist für mich das primär Wichtigste. Ansonsten haben wir klar vereinbart, dass es jetzt um die 3 Spiele geht. Und was darüber hinaus ist, gibt es keine Entscheidung. Also es ist nicht so, dass wir jetzt schon, das kann ich sagen, einen Trainer für die neue Saison verpflichtet haben. Das ist nicht der Fall, aber für mich ist es alles Entscheidende, dass wir natürlich unser Ziel erreichen und dann werden wir weitersehen. Frank Lusem für den Kicker. André, was für einen Tabellenführer haben Sie vorgefunden? Die Mannschaft von der Mentalität her, von der Verfassung her, der Inneren, was konnte man da schon was erkennen? Ja, klar, also ich meine, jetzt haben wir die letzten 3 Spiele nicht so erfolgreich gespielt. Also woran muss gearbeitet werden? Es ist klar, dass die Köpfe jetzt nicht so wahnsinnig frei sein können nach 3 nicht gewonnenen Spielen und vielleicht einem nicht verwandelten Matchball gegen Darmstadt. Dass man da erstmal ein bisschen reinhören muss, ist klar. Aber ich habe eine motivierte Mannschaft gesehen heute, engagierte Mannschaft gesehen. So wie ich sie auch in den letzten Wochen, auch in der Vergangenheit gesehen habe. Die sind total bereit, alles zu tun und alles zu geben dafür. Ich glaube, das Wichtigste wird erstmal sein, die Köpfe halt wieder frei zu kriegen, jetzt diese 3 letzten Wochen oder 3 letzten Spiele abzuhaken und dann wieder, oder 4 Spiele sogar waren es, nicht zu gewinnen, dann wieder die Köpfe so weit frei zu haben, dass wir uns voll auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Das heißt, wie gesagt, einfache Abläufe, Spaß, Freude im Training, viel reden, einfach mal reinhören auch in die Jungs, was ist so der Plan gerade und wie fühlen sie sich gerade, wo können wir helfen? Weil Manni und ich, wir sind jetzt letztendlich auch da, um zu helfen und den Jungs auch zu helfen, wieder in die Spur zu finden und dann auch wieder erfolgreich zu sein. Und das ist klar das Ziel dann für Montag. Jürgen Kemper. André, hattest du nochmal Kontakt mit Markus oder hat er dir auch irgendwas mit auf den Weg gegeben? Nein. Marc Merten, Christopher Lumperopoulos und Philipp Seldorf in der Reihenfolge. Bitte Ihre Fragen. Ja, ich habe noch eine Frage an Armin Fee. Sie haben gerade gesagt, dass er Sie überzeugt hat. Was waren denn das Ausschlaggebende, also dass er Sie überzeugen konnte, jetzt die Mannschaft zu führen? Und wenn Sie ihn, er spricht ja gleich auch nochmal selber über sich, aber wenn Sie ihn beschreiben würden als Trainertyp, wofür steht er? Welche Art Fußball, was ist er für ein Mensch? Wie wird er die Mannschaft führen? Was denken Sie? Ja, wissen Sie, wir haben jetzt 3 Spiele. Wir werden jetzt nicht, sage ich mal, die großen Philosophien hier verändern können. Ja, das wird nicht der Fall sein. Das dauert dann im Normalfall, wenn man was vorhat und wenn sich Dinge automatisieren sollen, dann dauert das natürlich im Prinzip länger, sonst braucht man auch keinen Trainer. Ne? Also das ist ja mal das eine. Wichtig ist, dass er natürlich auch die Mannschaft hier kennt. Er kennt die Mannschaft, André. Und wichtig für mich war auch, wie führt man eine Mannschaft? Ja, dafür habe ich natürlich einen großen Vorteil gehabt, dass ich auch weiß, wie er die U21 oder 23 führt.
den Vorteil auch, dass wir eben viele Gespräche schon geführt haben. Also weiß ich, was kommt. Und das war vor allen Dingen in dieser Phase, in der wir uns befinden, ist es für mich einfach ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich weiß, nicht in zwei Gesprächen oder was weiß ich, sondern dass André natürlich schon lange Zeit bei uns ist. Und deshalb war es für mich die einzig logische Entscheidung, André zum Cheftrainer zu machen. Marc, bitte. Herr Fees, in den letzten Tagen viel über Kommunikation gesprochen worden. Man hatte das Gefühl, dass es am Ende auch zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft nicht gepasst hat. Was sagt das auch über die Mannschaft aus, dass sie sich dann teilweise derart davon offenbar hat beeinflussen lassen, dass die Leistungen dann nicht mehr gestimmt haben? Und wie können Sie oder das Trainerteam da entsprechend jetzt eingreifen? Wenn ich jetzt was so sagen würde, müsste ich das dann bestätigen für ihn, weil das war eigentlich keine Frage mehr, es war eine Feststellung, die Sie jetzt gemacht haben. Die kann ich Ihnen jetzt, ich kann jetzt sagen, ja, war so, weil Sie das jetzt so sagen, weil Sie es vielleicht wissen oder weil Sie, also von daher kann ich darauf jetzt auch gar nicht antworten. Ist schwierig, weil es eigentlich schon eine Feststellung war und ich würde doch lieber, Herr Merten, dann Fragen beantworten. Dann frage ich offen, wie denn das kommunikative Verhältnis zum Schluss zwischen Mannschaft und Trainer war und was Sie für die nächsten Spiele auch von der Mannschaft erwarten, auch im Umgang untereinander. Ja, ich glaube, also das Ganze ist, dass die Mannschaft auch das große Ziel hat, das zu erreichen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich habe es ja vorhin erklärt, es ist ja nicht das erste Mal jetzt gewesen, dass wir ein paar Spiele hintereinander einfach Probleme hatten und die ja jetzt, glaube ich, auch einigermaßen offensichtlich waren, sondern wir hatten es ja schon in der Vorrunde einmal, wo wir längere Zeit eine Krise hatten. Wir hatten es dann Anfang der Rückrunde, wo wir dann im Endeffekt von 4 Rückrundenspielen 3 verloren hatten. Und das eine ist mir dann zu viel. Also am Ende nochmal eine Krise zu bekommen, wo wir fast schon durchs hätten sein können, ist dann etwas, wo ich die Frage dann in der Form auch gar nicht beantworten will, die jetzt eine Frage war, sondern weil ich wirklich der festen Überzeugung war, ohne das wirklich zu wollen, aber dann natürlich daran denken muss, dass wir unser Ziel erreichen und das ist dann wichtiger, da muss man Entscheidungen treffen und die war für mich jetzt absolut notwendig. Aus welchen Gründen die dann entstanden sind, darüber möchte ich jetzt auch nicht sprechen, weil das ist auch etwas, wo ich sage, das gehört sich einfach auch gar nicht, weil es auch zu detailliert wäre, weil es auch zu lang auszuführen wäre und weil das, glaube ich, auch nicht für die Öffentlichkeit dann bestimmt ist. Ein paar Dinge in einem Verein, auch wenn wir öffentlich sind und wir natürlich Stellung nehmen müssen, was auch total korrekt ist, gehören sich aus meiner Sicht nicht und deswegen würde ich das auch nicht tun. Aber wichtig ist, glaube ich schon, das ist heute, glaube ich, wird immer wichtiger, weil die Generation auch anders ist, dass man Mannschaft mitnimmt, ja, und dass es ganz wichtig ist heutzutage, dass man Mannschaft führen kann. Das ist, glaube ich, für mich ganz mitentscheidend. Das heißt aber nicht, dass du dann auch immer einfach so erfolgreich bist, weil dann gehören natürlich viele Dinge dazu. Aber das ist was Elementares für mich und das eben dann auch die Entscheidung, nicht nur den Fußballlehrer zu haben, der ein gutes System spielt, der eine gute Taktik spielt, der Mannschaft dann zusammenbringt, sondern auch den Umgang mit einer Mannschaft zu haben. Und deshalb ist die Wahl auch auf André jetzt in der Form gefallen, nicht nur, weil er da war, weil das natürlich dann auch das Naheliegendste war, sondern weil er diese Dinge einfach auch vereinen kann. Das ist für mich jetzt das Entscheidende gewesen. Philipp Seldorf und im Anschluss Jochen Hilgers von den WDR. Herr Pawlak, Sie haben ja schon unter professionellen Bedingungen trainiert, aber eigentlich noch keine Profimannschaft, keine richtige, oder? Entspricht das Ihren Ambitionen einerseits? Und ich hätte noch eine andere Frage. Sie waren ja auch auf Schalke Trainer und haben da, wenn ich es oberflächlich richtig berechnet habe, auch schon mit späteren Profis gearbeitet. Julian Draxler, kann das sein? Joel Matip? Vielleicht auch Manuel Neuer, weiß ich nicht. Nein, Manuel Neuer nicht, aber nicht die anderen beiden waren schon korrekt, ja. Und Leroy Sané auch nicht mehr, ne? Leroy Sané auch nicht, Max Meyer war nochmal dabei, aber gut. Ja, zu der ersten Frage, die Ambition. Ich meine, gut, grundsätzlich haben wir alle mal mit dem Fußball irgendwie angefangen, weil wir mal im professionellen Bereich landen wollen. Und den Fußballlehrer machst du ja auch nicht nur, weil du dann irgendwie nachher eine Kreisligamannschaft trainieren willst, jetzt ohne, aber mit vollem Respekt natürlich.
Deswegen, klar, stellt man sich das irgendwie mal vor, dass das dann alles irgendwie so schnell geht und ja, man aus dem Abstiegskampf der Regionalliga zum Aufstiegskampf in die zweite Liga kommt, da träumst du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt von. Aber nichtsdestotrotz, klar hat man das Ziel, auch im Profibereich mal zu landen, und jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen und freue mich da sehr, dass Armin mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf für diese drei Spiele, und da geht auch die volle Konzentration drauf, und weitere Ambitionen kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Jetzt freue ich mich erstmal, dass ich hier bin, und freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft und mit Manfred Schmiede und dem Team, und das ist mit Sicherheit eine tolle Erfahrung für mich, die am Ende des Tages mir auch keiner mehr nehmen kann, wie auch immer das dann weitergeht. Jochen Hilgers, bitte. Herr Fehr, Sie haben ja gerade elementare Kritik am vergangenen Trainer geäußert. Das kann ja nicht über Nacht gekommen sein, diese Erkenntnis. Ich habe keine elementare Kritik geäußert. Oh, kann man so verstehen. Wann sind Ihnen denn die Meinung ersten dann? Also das ist etwas, was Sie auch so interpretiert haben anscheinend. Ja. Wann sind Ihnen denn die ersten Zweifel in der Saison gekommen am Trainer? Nein, also ich kann ja nicht anfangs sagen, dass ich jetzt nicht dazu viel sagen will, was die Vergangenheit anbelangt, weil ich lebe ja im Jetzt und ich lebe hoffentlich in der Zukunft noch ein bisschen länger. Von daher belasse ich es dann auch. Also jetzt nachzufragen, ich kann das völlig nachvollziehen, nachzufragen ständig, und ich das vorher gesagt habe, das macht dann keinen Sinn mehr für mich, was es anbelangt. Weil es Dinge gibt, nochmal, die ich auch nicht, die ich auch nicht sagen will. Also Markus Anfang ist in seiner, wenn ich es nur kurz sage, in seiner Karriere, die er jetzt hat, die ist zwar noch nicht so lang, aber da war er sehr, sehr erfolgreich. Ist er nicht umsonst erfolgreich. Aber es gehören ja viele Dinge, im Sport gehören viele Dinge dazu, die dazu führen, dass man auch in jedem Club dann erfolgreich ist. Und es gibt ja auch Schlimmeres für Markus selber, wenn man am ersten Platz entlassen wird. Das ist ja jetzt nicht etwas, was jetzt ihm negativ dann irgendwo angelastet werden kann. Also ich bin noch nie am ersten Platz entlassen worden. Von daher ist es für ihn auch kein großer Schaden. Da bin ich mir sicher. Aber ich muss nach dem handeln, was wir im Verein für notwendig halten. Und das nochmal, macht natürlich überhaupt gar keinen Spaß, weil ich es mir natürlich anders vorgestellt habe, aber dafür sind wir auch da und dafür bin ich da, Entscheidungen zu treffen, wenn man davon überzeugt ist, dass es besser ist. Und so muss man dann auch handeln. Also ich kann jetzt nicht handeln, ich handle auch nicht deshalb, weil der eine, ich lasse mich da wenig beeinflussen, muss ich sagen, sondern entscheidend ist, dass man, wenn man was tut, dass man das nicht deshalb tut, weil man von außen beeinflusst ist. Das habe ich nicht getan deswegen. Also das bin ich auch nicht. Sondern weil ich selber davon überzeugt war. Ohne, dass ich meinen Trainer Markus Anfang, der bis Freitag Trainer war, diskreditieren würde. Das würde ich nie tun, weil ich überzeugt bin, dass er noch einen guten Weg machen wird. Marc. Herr Fehl, wie geht denn jetzt für Sie die Planung weiter? Sie haben, wenn wir ein Jahr zurückblicken, im April damals die Entscheidung getroffen, erst zu kommunizieren, dass Stefan Rutenbeck nicht bleibt, dann, dass Markus Anfang trainieren wird, auch mit dem Hinweis darauf, dass Sie die Kaderplanung vorantreiben mussten, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem Klarheit herrschen musste, auch für Sie, für die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Wie groß ist denn jetzt für Sie der Zeitdruck, eine Entscheidung zu treffen? Und wie persönlich empfinden Sie vielleicht auch selbst den Druck, weil Sie selbst als Sportchef jetzt ins Zentrum geraten mit dem Blick, okay, welchen Trainer wählt er jetzt aus und klappt das diesmal? Mal? Ja, dass ich jetzt unter Druck stehe, ist natürlich, ich zitter natürlich jetzt jede Minute, ja, weil ich das Geschäft ja auch nicht kenne. Ich bin da wirklich, wo ich sage, was das andere anbelangt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht unter den Druck setzen lässt, jetzt Entscheidungen zu fällen, weil man eine Drucksituation hat. Also das haben wir nicht, ja, aus meiner Sicht, sondern wir haben diese Zeit, die wir für notwendig halten, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das weißt du erst einmal danach, ne? Wenn man sagt, wir sind völlig überzeugt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann ist es in dem Moment auch. Ich hoffe, dass ich dann, egal wie es ist, die richtige Entscheidung dann treffen werde. Aber nicht mit Zeitdruck. Also das ist etwas, wo ich glaube, da kann man schlecht handeln, wenn man den Zeitdruck hat. Ja, weil dann ist etwas, wo dann jeder drauf wartet und wo du dann vielleicht etwas machst, wo du nicht machen würdest, nur weil du Zeitdruck hast. Also das gibt es bei mir, den Zeitdruck. Mir ist nur wichtig, dass wir unser Ziel jetzt erreichen. Das ist mir das Wichtigste. Und alles andere kriegen wir schon hin. Da brauchen Sie keine Sorgen. Gerne nochmal Marc und
besteht die Frage noch bei Guido Ostrowski? Beantwortet, gut. Dann darf der. Ja, sprich gerne, Marc. André, du hast, oder anders, Markus Anfang, unter bei Markus Anfang bestand relativ häufig die Diskussion um die Grundordnung, in welcher Formation er auflaufen lässt. Heute haben wir im Training zumindest mal kurz hingeschaut und da war, wenn wir das richtig erkannt haben, Viererketten zu sehen bei beiden, auf beiden Seiten. Wie wichtig ist dir jetzt eine Diskussion um eine Grundordnung? Was lässt du für einen Fußball spielen? Was ist dein Plan jetzt für die nächsten drei Spiele? Also zunächst einmal ist es gut beobachtet, Marc. Zeugt davon, dass du das gut gesehen hast. Ja, klar, wir werden jetzt hier nicht die große Taktikkeule rausholen und irgendwas Wildes tun. Also wir haben, habe ich ja gerade schon gesagt, klare Abläufe, ein klares System, ob das jetzt auf eine Viererkette hinausläuft, wir wollen es heute einfach mal sehen, weil wir haben ja zuletzt die Dreierkette gesehen auch und deswegen war es heute einfach mal zu schauen, wie gehen sie damit um. Klar wird sein, dass wir bis Montag eine Grundordnung finden werden, wo drin wir uns auch bewegen werden, auch in Zukunft. Das heißt nicht jetzt jede Woche was anderes, weil das macht gar keinen Sinn. Ich denke, für die Jungs ist wichtig, jetzt eine klare Linie zu kriegen, auch zu wissen, was macht der vorne links, wenn hinten rechts der Ball ist. Das ist wirklich im Prinzip so einfach mal runtergebrochen gesagt. Das werden wir versuchen, jetzt in der Woche reinzubringen. Und dann werden wir versuchen, wieder Vollgas nach vorne zu spielen. Also wenn du fragst, was für ein Fußball ich spiele, ich mag offensiven Fußball, ich mag Tore, ich bin auch dann Freund davon, nach vorne zu spielen. Das hat die Mannschaft gemacht mit 80 Toren, hat aber auch 41 Gegentore kassiert. Und ich glaube, in den letzten vier Spielen waren es 10. Das heißt, man darf sicherlich das Thema Restverteidigung nicht außer Augen lassen. Und da müssen wir darauf achten, dass wir eine gute Balance haben zwischen guter Offensivleistung und auch guter Defensive. Und dann werden wir viel nach vorne spielen, weil wir haben offensiv so viel Qualität. Ich habe der Mannschaft gesagt, wir werden immer eine Torschance kriegen, egal was für ein System wir spielen werden. Und darauf werden wir auch Wert legen und das werden wir auch trainieren. Und dann möchte ich gerne offensiv spielen, aber natürlich, wie gesagt, mit der nötigen Absicherung nach hinten, dass wir zu Null spielen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch das Spiel gewinnen werden. Bitte schön. Herr Fee, ich habe ein bisschen gewartet mit meiner Frage, weil sie nichts direkt mit der Situation zu tun hat. Aber Sie stecken im Aufstiegskampf. In der englischen zweiten Liga gibt es den auch, logischerweise. Da gab es einen relativ bemerkenswerten Vorfall zwischen Leeds und Aston Villa. Haben Sie den mitbekommen? Ja. Ist sowas im deutschen Fußball denkbar? Wie stehen Sie dazu? Ja, das ist, glaube ich, schon denkbar. Es hat aber noch keiner gemacht. Aber vielleicht, weil es ja schon mal passiert ist, macht man das bei uns auch. Ich hoffe aber, dass es gar nicht so weit kommt, dass es so passiert, dass man dann immer den Fairplay vorher schon macht, ohne dass man als Trainer dann eingreifen muss. Ich finde es eine bemerkenswerte Reaktion des Trainers und Respekt. Marc, bitteschön. Ich muss noch mal ganz kurz auf das Training von heute zurück. Danke erst fürs Lob. Aber, gerne. Wie geht's Louis Schaub? Der hat sich ja wohl im Training verletzt. Konntet ihr da schon erste Informationen sammeln? Ja, wenn ich das gesehen habe, Louis ist mit einem kleinen Pflaster nach Hause gegangen. Also der hat eine kleine Wunde am Knie, hat einen Tritt abbekommen vom Noah Katterbach, aber alles halb so wild. Also reine Vorsichtsmaßnahme und alles gut. Guido Ostrowski für Radio Köln. Bitte. Wie ist der Stand bei Anthony Modest, der heute auch nicht trainieren konnte? Marco Höger war, glaube ich, auch nicht dabei. Ja, die haben beide individuell trainiert heute. Der Plan ist, dass sie am Donnerstag oder Freitag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren werden. Alex Haubrichs. Ihr habt ja eine relativ lange Woche jetzt. Jetzt waren ja einige in den letzten Wochen relativ weit weg von der Mannschaft. Hast du da vielleicht auch nochmal einen Aufruf an die Spieler gestartet, die vielleicht in der zweiten Reihe standen, dass das jetzt nochmal alle sich bewerben können quasi? Also einen Aufruf habe ich nicht gestartet, habe aber sicherlich gesagt, dass ein Aufstieg immer eine Sache ist von allen. Und wir können jetzt nicht sagen, wir lassen jetzt mal sieben Mann links liegen, dann verletzen sich am Montag drei und was machst du dann? Also von uns ist ganz klar, wir werden mit allen Spielern sprechen, wir werden auch allen die Möglichkeit geben, sich anzubieten jetzt. Ohne, wie gesagt, jetzt ganz wilde Dinge zu tun. Aber klar, es ist immer ein neuer Trainer, es ist immer auch die Möglichkeit, sich wieder neu anzubieten. Und ich habe heute einige Dinge auch gesehen, wo ich sage, oh, das hat mich schon positiv überrascht oder auch positive Dinge gezeigt. Und ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen sehen werden oder auch im Kader sehen werden, der vielleicht noch nicht so damit gerechnet hat oder wo ihr vielleicht noch nicht mitgerechnet habt. Armin sage ich jetzt noch nicht, weil kriege ich gleich von, das stellte von der Seite, aber nein, wie gesagt, alle sind dabei und ich bin auch ein Freund davon, bei Aufstiegen alle mitzunehmen, weil ein Aufstieg ist immer ein Produkt von allen und nicht von einem Einzelnen oder von 10 Einzelnen. Carsten Brien für RTL.
André, ich weiß, dass du immer im Stadion warst bei der ersten Mannschaft. Warst du am Freitag da? Wann hat Armin dich angerufen und wie war deine Reaktion? Ich war am Freitag im Stadion, ja. Wir haben uns auch getroffen, glaube ich. Ne? Also von daher vorher getroffen. Ja, wie habe ich das gesehen? Also klar, dass ich mal das zweite Tor nehme, dann hat man wieder dieses Thema Restverteidigung gesehen, wo ich sage, das ist so ein Ding, da müssen wir dran arbeiten. Es kann nicht sein, dass das Spieler allein auf unser Tor zu laufen, nicht nur einmal in der Saison, sondern ja auch mehrfach. Da müssen wir sicherlich gucken, dass wir das hinkriegen. Ansonsten habe ich eine Mannschaft aber auch gesehen, die total willig war, die in der zweiten Halbzeit Vollgas gegeben hat und klar besser war, einen Ausgleich gemacht hat und einfach dran war, auch das zweite zu schießen. Das hat dann leider nicht funktioniert und ich glaube, das 2-1 war dann so wie Stecker ziehen so ein bisschen und so habe ich das gesehen. Der Ablauf war so, dass ich Samstag das Spiel gegen Wienbrück ganz normal gemacht habe und auch bis zu dem Spiel gar nicht wusste, dass Markus nicht mehr Trainer ist. Deswegen kam nach dem Spiel erst Matthias Heilig auf mich zu und hat mich gebeten, mich bei Armin zu melden und dann haben wir uns getroffen und das war dann Samstagnachmittag nach dem Spiel. War für dich direkt klar, dass du es machst oder hattest du so ein bisschen Respekt und Bedenkzeit erbeten? Ja gut, als ich die Nachricht kam, dass ich mich bei Armin melden sollte, habe ich mir schon gedacht, dass wir uns nicht nur auf dem Kaffee treffen werden. Da war schon so ein bisschen klar, dass ich da mal Zeit habe, auf dem Weg dahin zu überlegen, was stellst du dir jetzt vor, was sagst du, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn du Fußballlehrer bist und ich bin auch inzwischen 18 Jahre Trainer, dann muss man so eine Chance einfach auch mal wahrnehmen und sagen, das mache ich jetzt auf jeden Fall und ich kann dem Verein helfen. Ich habe dem Verein ja schon in verschiedensten Situationen jetzt geholfen. Wenn ich das hier jetzt wieder tun kann und kann dazu beitragen, dass die Mannschaft das Ziel erreicht, dann machst du das natürlich, dann überlegst du nicht lange. Und ich kann ja auch die U21 in gute Hände geben, die ist im guten Fahrwasser inzwischen. Von daher war dieser Zwiespalt zwischen eine Mannschaft abgeben und eine neue Mannschaft übernehmen nicht so gegeben für mich. Also von daher war klar, die U21, das ist jetzt, das Schiff ist im Wasser, die laufen und jetzt bringen wir das andere auch noch über die Linie und von daher habe ich nicht lange überlegt, nein. Marc Merten und dann Tobias Gonczarowski. Wie liefen denn die Gespräche mit den Spielern von der U21? Ich denke mal, du hast dich da auch entsprechend nochmal vorgestellt, beziehungsweise denen gesagt, wie es läuft oder wie waren da die Abläufe? Bei der U21? Ja gut, ich habe mit denen noch gar nicht gesprochen, weil ich sagte ja gerade schon, also die Nachricht kam erst nach dem Spiel, also da habe ich keinen Zugriff mehr drauf gehabt. Ich habe aber unheimlich viele Nachrichten von den Spielern bekommen, denen wir alle Glück wünschen, die sich sehr für mich gefreut haben. Und ich werde jetzt gleich nochmal rausgehen und mit denen dann nochmal sprechen und denen natürlich auf den Weg geben. Unser Motto war einfach weiter gewinnen. Und das haben die super durchgezogen und das sollen sie dann auch weiter durchziehen in den letzten drei Spielen, auch dann ohne mich. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da gleich einen guten Abschluss haben werden, beziehungsweise nochmal ein paar warme Worte für die Jungs, dass sie auch die letzten Spiele gewinnen. Tobias Gonczarowski. Eine Frage an den Herrn Fee. Ja. Sie haben die drei sportlichen Krisen die Saison angesprochen und die Zweifel, die am Trainer entstanden sind. Wäre Markus Anfang dann Trainer geblieben, auch in der Bundesliga, wenn es am Freitag mit dem Aufstieg geklappt hätte? Oder gab es schon die Überlegung, am Saisonende was zu ändern? Gott sei Dank muss ich die Frage jetzt nicht mehr beantworten. Alex Haubrichs für den Express. Aber wo der André Braflak schon so ein bisschen Respekt hat vor der Schelte von rechts bei der Trainersuche, haben Sie vielleicht manchmal Sorge nach der Geschichte Rudenberg und jetzt Anfang, dass so mancher Respekt hat davor, sich unter Armin Fee in Köln auf die Bank zu setzen? Na, schauen Sie, ich wäre ja glücklich, wenn ich, natürlich ist es nicht als Geschäftsführer Sport, ist es natürlich wichtig, dass man auch von der Mannschaft was weiß, ne? Dass man über Fußball was weiß. Aber wenn ich wenig zu tun hätte, wenn ich keine großen Sorgen, wenn das normal laufen würde, dann wäre ich immer glücklich, ne? Weil dann weiß ich, ich habe wenig zu tun. Ne? Da kann ich mal ab und zu mal wegfahren oder so. Also das wär mir eigentlich lieber. Von daher glaube ich, ist die Frage so beantwortet, dass meine Person im Prinzip nur begleitet, ihm hilft oder jedem Trainer hilft, wenn er es braucht oder wenn es da wirklich absolut notwendig ist. Ansonsten bin ich nur Ansprechpartner, bin ich keiner, der irgendwas reinredet. Wenn man mich was fragt, dann gebe ich Antwort, so wie ich das glaube, dass ich es machen würde. Aber ich bin an keiner, auch nicht bei Stefan, ja, in keiner einzigen Aufstellung, bin ich derjenige, der sagt, so machen wir es jetzt, das wäre aberwitzig und das werde ich nicht tun. So wie ich auch gesagt habe, dass ich nicht auf die Trainerbank zurückkehren werde, weil ich damit abgeschlossen habe, so verhalte ich mich natürlich auch
wie meine Position. Das wird auch so bleiben. Und andererseits, da muss niemand in irgendeiner Form, das bin ich nicht. Schlimm wäre es, und das habe ich gesagt, kann man nie machen, man könnte den Job nie machen, wenn man irgendwann wieder auf diese Bank zurück will. Ja, dann kann man so einen Job nicht machen. Hat es auch schon ein paar Mal gegeben, dass Trainer dann wieder zurückgekehrt sind. Und dann vielleicht nur während einer Saison, das gibt's, aber das ist bei mir nicht der Fall. Also bin ich kein Konkurrent. Bin nur Partner. Ich werfe nochmal einen Blick in die Runde. Frankie, alle Fragen beantwortet? Alles in der Box. Dann sage ich Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute. Dankeschön. Danke. Dankeschön.